Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der GigaBridge von Devolo. Wir haben jetzt dieses hier, wo wir einmal Strom und einmal ein LAN-Kabel brauchen. So, den werden wir jetzt gleich anschließen. Wie gesagt, mitgeliefert wird ein 5E-CAT-Kabel. Ihr könnt natürlich, wenn ihr andere CAT-Kabel habt, die halt dicker und mehr geschirmt sind, weil ihr viel Produkte habt. Ich habe jetzt hier so ein, wo ist er? Da, ein CAT-7-Patch-Kabel. Den werde ich jetzt benutzen. Der ist auch weiß, damit man den auch vernünftig erkennen kann. Und wir brauchen dann natürlich einmal einen Stromkabel. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal hier zusehen, dass ich das hier irgendwie aufkriege. Macht sich natürlich mit einer Hand jetzt extrem bescheiden. Wartet mal kurz. So, klicke ich euch hier einfach nochmal kurz rein. Und dann, so. Dann werde ich das hier nämlich schon mal festmachen. So, einmal Strom. Und einmal den LAN-Kabel. Dann habe ich das hier schon gleich vorbereitet. Dann macht sich das mit einer Hand natürlich gleich viel besser. So. Und dann nehmen wir uns die beiden Sachen hier so in der Hand. Und gehen hier einmal hier hoch. Nicht wundern, hier ist noch mein Sicherungskasten offen. Das ist... weil der Stromtyp da war, weil mir die Sicherung rausgeflogen ist. So, haben wir denn hier noch überhaupt noch Anschluss? Ja, haben wir. Haben wir. Wartet mal, ich packe euch mal hier so ein bisschen ruf. Macht sich extrem doof gerade. Ach Gott. Ja, macht sich extrem doof gerade. Machen wir mal so. So. Ja. Dass ihr wirklich alles mitkriegt, was ich hier anschließe. Muss ich das einmal runternehmen hier. So. Kabel ein bisschen verheddert von der kurzen Zeit hier. So. Und jetzt brauche ich einmal Strom. Was ist denn überhaupt für ein weißes Ding hier? Ach, das... Entschuldigung, Leute. Das ist vom Drucker. Ich kann ja ab. So. Einmal das. Und machen das hier an den Stromkabel rein. So. Und jetzt leuchtet hier schon die Power-LED, wie ihr seht. Ach. Ja, der CAT-7-Kabel ist ein bisschen starr. Einkaufstüten kommen gerade alle runter. Das leuchtet schon rot. So, und dann
So. Haben wir hier hinten an der Fritzbox. Ich habe die Fritzbox mit 4 LAN-Ports. Die sind auch gelb gekennzeichnet. Das sind alle Highspeed-LAN-Ports. Machen wir das an LAN-Port 2 natürlich ran. So. Und schon ist es mit LAN-Port 2 verbunden. LAN-Port 1 geht in... So, LAN-Port 1 geht nämlich da oben drin. Wenn ihr seht, der graue Kabel, der geht da hoch. Das ist auch von Devolo, das ist der DLAN-Verteiler. Seht ihr auch, hier ist nur eine LED, die anzeigt, dass er in Betrieb ist. Und bei den Empfängerstationen haben wir ja 2 Knöpfe für WLAN und für DLAN, beziehungsweise dass er im Home-Netzwerk integriert ist. Jetzt können wir uns das hier so hinstellen. Die Kabelei mache ich dann nachher noch schön, dass es nicht auffällt. Ja, und wie ihr seht, leuchten zweimal die Lampen ja weiß, aber hier im Video sehen sie blau aus. Und die rote für das Netzwerk. So, kann man auch drücken, dann leuchtet die. Ich zeige es euch nochmal, wenn man die einmal drückt, da kurz weiß und dann blinkt sie wieder rot. Wir haben ja auch jetzt noch nichts anderes angeschlossen. So. Muss ich aufpassen, dass ich mir nicht die Beine breche. Mausi. So, dann nehmen wir uns den nächsten. Da brauchen wir natürlich auch wieder einmal Strom für. Moment, ich klicke euch mal hier wieder rein. Den Stromkabel hier einmal auspacken. So. Bisschen verheddert. So. Den schließen wir auch gleich an Strom an. Und dann nehmen wir uns natürlich auch, den nehmen wir anders weg. So, jetzt nehme ich euch mal mit Stativ mit, damit das hier ein bisschen besser läuft. Ich habe nur den Karton hier liegen. So. Muss ich kurz den Fernseher etwas rüberschieben. So. Und dann brauchen wir, ich habe nämlich die Steckdosen alle wieder neu verkabelt. Dann brauchen wir hier eine Steckdose. Dann nehme ich jetzt meinen TP-Link ab. Das war mein LAN-Verteiler. Und machen diesen jetzt hier ran. Der spinnt sowieso rum, mein LAN-Verteiler. Ich weiß nicht warum. Der hat jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So. Und hier seht ihr das. Jetzt leuchtet das hier weiß. Das ist die Power-LED, die müssen wir jetzt erstmal in Ruhe laufen lassen. Ich mache das auch mal so. Ich werde mir die Box nämlich dann hier an der Seite stellen, dass ich halt immer Übersicht habe. Das mal, ich mache ein bisschen weiter runter, dass ihr das besser sehen könnt. So, habe mir die an die Seite gemacht, dass ich halt auch immer sehe, wie die gerade laufen vom LAN her. Jetzt habe ich natürlich noch meine Kabelei, die auch angeschlossen werden muss. Dafür muss ich mal kurz das Mikrofon abmachen.
habe mich umentschieden, ich werde das auf die Seite machen, weil da die ganze Kabelei ist. Und da kann ich euch das viel besser zeigen. So, ich muss jetzt noch mal kurz das Mikrofon wegpacken. So, dass ihr das jetzt auch vernünftig sehen könnt. So, die PlayStation 4 mal ein bisschen beiseite. Und die PlayStation 4, die lasse ich weiter über DLAN, über den DLAN-Anschluss laufen. Da kommen die anderen Geräte jetzt dran. So, was haben wir denn hier alles? Eins. Achso, das ist der. Den brauchen wir. Na komm her. So. So. Ich habe das nämlich alles mit System gemacht. So. Weil wenn vieles über DLAN läuft, wenn ich hochlade und das läuft ja alles über einen LAN-Port, der am an der Fritzbox dran ist. Aber wenn ich bei YouTube hochlade, weil ich habe ja für den Laptop auch ein DLAN-Ding und dann hier noch so ein DLAN-Teil dran und dann PlayStation runterlade und Fire TV vielleicht gerade noch gucken will, dann ist das ein bisschen viel für diesen DLAN-Port. Deswegen verteile ich das jetzt hiermit besser. Und zwar der orangene Kabel, den ihr hier seht, den habe ich extra orange gewählt. Der ist für mein Fire TV 4K, weil das Amazon-Logo ja diesen orangenen Halbstrich hat, also diesen Halbkreis. Deswegen habe ich da orange gewählt. Das mache ich auch gleich an den Gigabit-Port ran. Dann habe ich den roten. Der ist, seht ihr das? Den roten. Der ist für meinen Receiver. Jetzt fehlt mir natürlich noch ein Kabel. Ich habe ja den weißen 7-Cat-Kabel genommen. Das sind der rote und der orange sind auch 7-Cat-7-Kabel. Die habe ich ja genommen für den Receiver, ich will immer Receiver sagen, für die Basisstation, um die an die Fritzbox zu schließen. Das ist nämlich den mitgelieferten Cat-5-Kabel. Den mache ich dann auf den zweiten normalen LAN-Port und den schließe ich jetzt wieder am Fernseher an, dass ich auch wieder Updates machen kann und so, weil den habe ich ja gerade abgebaut gehabt. So, und somit habe ich jetzt sogar noch zwei Stecker übrig. Da kann ich dann natürlich jetzt meine Android-Box anschließen, die momentan nicht angeschlossen ist, weil ich die noch nicht verkabelt habe. Und ich könnte die PlayStation 3 anschließen, wenn ich die wieder hier ins Wohnzimmer hole, weil die kommt ja dann ins Schlafzimmer, wenn ich die neue PS4 Pro habe. So. Können wir die Kabelei jetzt hier hinten wieder verstecken. So. Machen wir das hier vorne. Ja, die Cat7-Kabel sind sehr starr. Also die kann man schlecht irgendwie verstecken oder verlegen. Dann kommt hier noch der HDMI-Kabel raus. Das ist meine Lichterkette, die muss so weit bleiben. So, das ist der HDMI-Kabel. Nicht, dass ihr euch wundert, was das hier für ein Kabel ist. Der geht zu meinem Laptop. So, dann kann ich das jetzt nämlich hier runter machen. Kann die Box hier schön verstauen, dass ich die Lichter trotzdem noch sehe und die PlayStation davor machen. So,
Und schon ist es verstaut. Dann den Fernseher wieder richtig hinstellen. So. Wartet mal, ich muss euch mal kurz abmachen, dass ich euch das besser zeigen kann. So. Ich habe das jetzt mal so gemacht, wie viele von euch das, denke ich mal, machen werden, dass man das halt nicht so auffällig hat, dass die denn da ist. Man kann halt die LEDs überprüfen. Seht ihr das? Man sieht sie. Aber wenn man hier reinkommt, ist sie schön versteckt. Man kann sie natürlich, weil meine Kabel waren, auch hier jetzt hätte ich sie hinmachen können, weil ich sie hier eigentlich hinhaben wollte. Aber da ich die Kabel jetzt so angeschlossen habe und verlegt hatte, dass die alles nicht mehr so wirklich funktioniert hat, weil die auch teilweise unterm Sideboard drunter sind, dass es da hinten ein bisschen freier aussieht, wollte ich das jetzt nicht alles aufruppen und dann wieder umlegen. Das werde ich vielleicht die Tage noch mal machen. So, jetzt hole ich mir erstmal meinen Stuhl. Ne, den lassen wir mal noch da. Den lassen wir noch da, falls wir noch mal brauchen. So, erstmal mache ich euch jetzt wieder auf Stativ. Und dann gucken wir uns mal an, was Devolo sagt, was man machen soll. So. Also Schritt 1 ist, wie wir richtig gemacht haben, die Basisstation an Strom und an den Router anschließen. Und Schritt 2 ist, wie ihr seht, da sind mehr Stecker als hier. Hier ist nur einer. Da sind mehr. Das haben wir auch gemacht. Haben wir hinterm Fernseher angeschlossen. So, Schritt 3. Die Basisstation und die normale Station sollen sich verbinden. Dadurch, ja, da soll die Home-Taste wohl leuchten. Ich nehme euch mal so mit. Überprüfen wir mal. Ja, die leuchten alle weiß, die Lampen. Das haben wir auch geschafft. Das haben wir hier auch. 3 ist auch halt auf so einem Doppelbild. Könnt ihr das sehen? Ja. Aber eigentlich sind die so vom Werk schon so ausgestellt. Das kenne ich von den normalen Devolo D-Lan, dass die, wenn man die in der Box kauft, also eine Base, also eine Basisstation praktisch und ein Empfänger, dass die von Anfang an schon aufeinander geeicht sind. Also ihr könnt es natürlich auch, diese Bridge auch noch erweitern, wenn ihr halt zum Beispiel ein dreistöckiges Haus habt oder so. Oder ein zweistöckiges Haus habt, also praktisch Erdgeschoss, erster Stock und Dachboden. Und Dachboden ist ausgebaut zum Beispiel. Und die Basisstation kommt aber im Keller an. Also der Keller ist auch ausgebaut, das Vorratslager, was weiß ich. Und da ist aber der Internetanschluss. Dann könnt ihr praktisch die Box machen. Die nächste Box könnt ihr dann im Erdgeschoss machen und dann im ersten Stock, um halt den Dachboden noch zu versorgen. Zum Beispiel. Also das ist auch erweiterbar. So, dann 4a. Da sollen wir den Security Key und die, also den Wi-Fi Key am Laptop eingeben. Brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil die Wi-Fi Funktion werde ich nicht benutzen. Also ich werde kein Gerät daran anschließen. Ich werde nur, um die Leistung auch nicht zu schmälern, aber das Ding hat Power, aber trotzdem, mein Handy ist am Router dran, da habe ich 5 Gigahertz, das brauche ich jetzt nicht. Dadurch brauche ich jetzt hier diesen Schritt jetzt zum Beispiel nicht machen, weil ich brauche nicht meinen Laptop per WLAN damit verbinden. So, dann WPS. Da soll man den WLAN drücken und innerhalb von einer Minute soll man dann auf dem Smartphone, Tablet sich damit verbinden. Brauche ich jetzt auch nicht, weil werde ich auch nicht machen. So, dann haben wir
Die nächste Info haben wir hier. Ah, okay. Also wenn ihr NAS habt, sollt ihr den grundsätzlich an die Gigabit-Verbindung machen. Alle anderen Geräte, Spiele, Konsole, TV, Cloud und hast nicht gesehen, sollen an die grauen bzw. auch an die Gigabit-Verbindung. Das zeige ich euch mal hier. Praktisch hier. Die sollen an alle angeschlossen werden, wie ihr wollt. In NAS haben sie extra einzeln aufgezeichnet, den nur daran. Also wenn ihr NAS habt, der muss an den Gigabit-Port. So, dann sollen wir die Software devolo.com Gigabit downloaden. Das steht auch nochmal da. Da. Seht ihr das? Ja. Das werden wir auch gleich machen. Und dann kommen schon die Erklärungen vom Basis und Satellit. Ja, dann werden wir das mal die Gigabit-Dings runterladen und dann werden wir uns das mal angucken. Boah, bin ich heiß drauf. So, aber ich muss hier auch gleich den Akku tauschen. Deswegen werde ich jetzt hier mal kurz einen Cut machen und das von Devolo runterladen. Weil die Adresse steht ja da, vielleicht zeige ich euch das auch nochmal gleich. Aber ich muss den Akku gleich mal hier tauschen. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, Herr Odin. Ja, ich nehme das jetzt diese Hälfte vom Video schon zum zweiten Mal auf, weil die erste Hälfte, also das erste Mal, wo ich das jetzt aufgenommen habe, ist mir, ja, ist defekt, konnte ich nicht benutzen. Tut mir leid, aber nichtsdestotrotz zeige ich euch trotzdem, wie ihr mit dem, ja, mit der Gigabridge weitermacht. Obwohl ich das jetzt schon alles habe, erkläre ich euch. Ihr könnt da ganz normal wie im Heft weiter vorgehen. Und zwar, wenn ihr die Gigabridge dann angeschlossen habt, dann müsst ihr... Achso, ich muss natürlich erstmal WLAN anmachen. So, WLAN... Müsst ihr kurz warten, da ist mein WLAN, zack, so, da verbindet er sich. So, das ist, das mit der langen Nummer, das ist die Basis. Mit der Basis könnt ihr euch nicht per WLAN verbinden, das geht nicht. Die Basis ist rein nur dafür da, von der Basis praktisch über WLAN die Daten zum Satelliten zu schicken. Also da könnt ihr ein Kind nicht mit WLAN, also braucht ihr gar nicht versuchen. Also da oben, das 25F, das ist die Basis. Da habe ich mich ganz normal mit verbunden. Ihr seht, das springt auch gleich an. Aber machen wir mal WLAN wieder aus. Ich brauche das WLAN da nicht. So, weil ich habe meinen Rechner ja, beziehungsweise meinen Laptop über DLAN verbunden. Das werdet ihr auch gleich sehen. So, das ist jetzt Cockpit. Schiebt das mal nach oben. Ich mache mal so, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser durchsehen. Erkläre ich euch gleich mal, warum auch so viel drin steht. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Abteilung für mein DLAN. Das ist die DLAN-Basisstation sozusagen, die direkt an der Fritzbox dran steht. Deswegen habe ich die auch Fritzbox genannt. Ist jetzt nicht Fritzbox, aber ich habe in den Einstellungen, zeige ich euch gleich, kann man den Geräten bestimmte Namen geben und so sehe ich halt durch, wo was ist. Und das ist halt die Fritzbox, praktisch die Basis. Dann habe ich hier einmal Wohnzimmer Leppi. Das ist DLAN, was hier links neben mir an der Steckdose dran ist. Dann habe ich hier Wohnzimmer PS4, die ist da drüben. Da ist direkt die PS4 dran. Und dann taucht das hier auch noch auf. Das ist das Home Control Center. Ist jetzt nicht wirklich im Prinzip ein DLAN-Gerät, aber wir haben auch einmal so eine Internetsteckdose, also so eine LAN-Dose unten dran. Einmal zur Versorgung des Home Control Centers, wenn es nicht anders möglich ist. Wenn, ja, wenn es über LAN, über WLAN nicht wirklich funktioniert. Aber wenn es über WLAN funktioniert, kann man diese Steckdose, so wie ihr seht, auch als externe LAN-Steckdose benutzen. So, also als DLAN-Erweiterung. Getestet habe ich es aber noch nicht. Und dann ist jetzt hier dieser Pfeil aufgetaucht für weiter. Und hier seht ihr jetzt
Das Gigabit. Aber um dieses Cockpit erstmal zu bekommen. Hier im Heft steht jetzt natürlich drinne, ihr sollt auf www.devolo.com/gigagate gehen. Ja, also, scheiße, ich kann euch das schlecht zeigen, weil bei mir die Kamera im Einstellungsprogramm hier, im Aufnahmeprogramm irgendwie auf dem Kopf steht. Aber das ist im Prinzip überhaupt nicht möglich, nötig, möglich schon, aber nicht nötig. Ihr geht dann ganz einfach auf Devolo. So, jetzt steht bei mir hier natürlich mehr Devolo drin, MyDevolo und so. Das ist alles mein Home Control Center, was demnächst auch noch ausgebaut wird. Da werde ich auch noch mal einige Videos zu machen. So, und dann sind wir jetzt hier auf Devolo. Das ist die Original-Devolo-Seite. Da geht ihr einfach hier oben da auf Service und Downloads. Das klappt sich dann automatisch auf, geht da mit der Maus einfach rüber. Downloads. So, und dann geht ihr hier auf Devolo Cockpit Software. Ich mache die einfach mal im nächsten Tab auf. So, und dann wird sie euch hier vernünftig erklärt, auch mit einem Video und mit ein paar Bildern. Also Cockpit ist schon echt knackig. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, Devolo Cockpit runterzuladen. Entweder für Microsoft, das ist der erste Button mit dem Fenster hier, mit dem Apfel kennen wir Apple und mit dem Pinguin logischerweise Linux. Und das müsst ihr dann einfach nur installieren. Und dann, wenn ihr das installiert habt, ladet, ihr geht da im Cockpit an habt, dann sagt er eigentlich automatisch, ihr habt ein Update. Wenn nicht, müsst ihr den Update-Button drücken. Das ist dieser hier. Und dann passiert das, dass er halt hier ladet und guckt da erstmal, ist da was neu, ist da was nicht neu. Bei mir war logischerweise, ich habe es angemacht, gleich ein Update da. Dafür ist jetzt kein Update verfügbar, weil ich bin auf dem aktuellsten Stand. Ich brauchte auch selber Cockpit nicht mehr runterladen, da ich ja Cockpit schon hatte und mein Cockpit automatisch immer wieder aktualisiert wird von automatisch. Und wenn ihr das aber anders machen wollt, könnt ihr auch, wenn ihr denn hier, wie gesagt, hier oben waren wir bei Cockpit, bei Service und Downloads. Und dann geht ihr einfach weiter runter und dann geht ihr auf WLAN. Und dann habt ihr hier auch Devolo Gigagate. Da geht ihr einfach einmal drauf, klickt an. Der lädt gerade bei mir. So, und dann haben wir hier natürlich als erstes auch die Devolo Cockpit Software. Jetzt momentan, wo ich das Video mache, in der Version 4.3.2. Und hier unten haben wir dann auch nochmal die Software-Version der Gigagate, Version 1.0.4. Warum jetzt hier zweimal alle Systeme, keine Ahnung, warum hier zweimal drin ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich denke mal, weiß ich nicht. 11 MB und 12, also das weiß ich nicht. Bei mir hat er das halt automatisch geupdatet und dann habt ihr hier noch die Handbücher und das Datenblatt. So, aber ihr, wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur Cockpit. Und dann macht ihr Cockpit einfach mit Doppelklick an. Dann ladet Cockpit und bei euch sieht es dann so aus, wenn ihr keine anderen Devolo-Geräte habt. Und dann steht dann gleich da, es ist ein Update verfügbar. Wenn nicht, drückt ihr den Update-Button. Das ist im Prinzip kinderleicht. So, dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, uns die Gigabridge ein bisschen besser anzupassen. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal auf die Basis. Da haben wir hier unten einmal das Fragezeichen, das ist natürlich für FAQ und dann haben wir hier Einstellungen und hier auch nochmal Konfiguration. Wenn wir dieses drücken, können wir uns das Handbuch anzeigen lassen. Wir sehen hier die aktuelle Software, Version 1.0.3 habe ich und die MAC-Adresse. Und hier können wir auch einen Gerätenamen sehen. Hier ist jetzt kein Gerätename verfügbar, weil ich habe hier kein Gerätename aktiviert. Das gleiche ist hier oben auch. Wir sehen ja auch die aktuelle Softwareversion und die MAC-Adresse. Gerätename ist nicht verfügbar. Ich habe keinen Gerätenamen eingestellt. So, und dann gehen wir einfach mal auf, nee, den oberen Button war es, genau. Das obere Zahnrad mit dem Pfeil. So, ich öffne das gleich mal doppelt, damit war das von dem Satelliten auch gleich. So, und dann seht ihr hier Gigabit
GigaGate Basis Übersicht und hier GigaGate Satellit Wohnzimmer Übersicht. Achso, genau, das hatte ich ja schon Wohnzimmer genannt, aber das taucht hier gar nicht auf. Kann aber auch jetzt mal ein kurzer Fehler sein, weil normalerweise müsste hier Wohnzimmer stehen. Egal. So. Die Geräte unterscheiden sich jetzt nicht wirklich viel voneinander. Bloß, dass das eine Basis und das eine Satellit ist und die Basis halt kein WLAN für Handy oder irgendwelche Geräte unterstützt, sondern die Basis nur den Satelliten unterstützt. Aber ich meine jetzt hier in der Übersicht, seht ihr das? So, das Einzige, was hier beim Satelliten halt mit bei ist, ist mobile Endgeräte. Das ist das WLAN, dass wir praktisch mit unserem Handy, Tablet, jedem anderen WLAN-Gerät praktisch auf den Satelliten zugreifen oder über den Satelliten WLAN haben. Das können wir aber auch abschalten, wenn wir das nicht brauchen. WPS. Hier können wir Wi-Fi Protection können wir auch ein- und ausschalten. Falls wir das jetzt nicht brauchen. So, okay. Und schon haben wir hier kein Internet mehr über WLAN. Wenn ihr natürlich das WLAN braucht, müsst ihr das nicht abschalten. Ich schalte das jetzt nur ab, weil mir reicht mein WLAN. Hier seht ihr das auch nochmal. WLAN, zack, aus, bumm. Und dann können wir hier wieder zurückgehen. Mir reicht nämlich das WLAN aus, was ich über... Jetzt sehe ich meine Kamera nicht so. Mir reicht das WLAN aus, was ich über die Fritzbox habe. Weil ich habe über WLAN eigentlich nur mein Handy und mein Tablet, wenn ich es mal anhabe. Sonst habe ich hier nichts über WLAN. Ich habe alles über DLAN oder jetzt halt über die Gigabridge. So, ich mache mal nochmal den Satelliten weg und nochmal die Übersicht vom Satelliten neueren. Zack. So, Info. So, bei der Basisstation sehen wir jetzt natürlich hier 5 GHz. Die sendet mit 5 GHz zum Satelliten. Hier sehen wir Port 1 mit 1000 MB, kommen da rein. So, hier sehen wir auch nochmal die aktuelle Firmware. Hier kann man Zugangskennwort setzen. Habe ich nicht gemacht. Und hier sehen wir die ganze Subnetzmaske und alle drum und dran. So, hier können wir auch noch Netzwerk konfigurieren, was ich jetzt alles nicht will. Hier seht ihr dann auch wirklich den langen Namen, dass das wirklich das ist, was ich euch gezeigt habe. Und das WLAN, den WLAN-Schlüssel, den braucht ihr halt, wenn ihr noch eine zweite Gigabridge mit verbinden wollt mit dem Hauptgerät, also mit der Basis. Dafür braucht ihr diesen Schlüssel. Aber normale Endgeräte könnt ihr hier nicht anschließen. Und hier steht auch Status Gigabridge aktiv. So, dann haben wir hier den Satelliten im Wohnzimmer. So, da seht ihr auch hier nochmal auf Kanal 104. Ich habe extra den Kanal 104 gemacht, weil da habe ich am wenigsten Störgeräusche oder Störinterferenzen. Hier auch auf Kanal 4. Zack, Schlüssel. Und, ist das der gleiche? Also Status verbunden. Achso, das ist von oben noch. Gut. Bin doof. So, und dann haben wir hier den Highspeed-Port Nummer 1. Das ist immer der Highspeed-Port. Da steht jetzt nur 100 MB. Warum? Weiß ich nicht, warum das da steht. Es sind definitiv keine 100 MB. Weil, wartet mal, zeig euch das mal. Wenn ich jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt den Fernseher jetzt relativ gut sehen. Wenn ich jetzt auf dem Fire TV hier unten raufgehe, das ist jetzt eine Ultra-HD-Serie. So, da ich versuche dann auch mit wenn ich es bearbeite, dann ranzoomen, damit ihr den Titel sehen könnt und dass es Ultra-HD ist. Und jetzt drücke ich einfach auf Fortfahren. So, und es steht sofort Ultra-HD wieder da. So. Und wenn ich jetzt hier die Info-Taste drücke, sehe ich auch, dass ich 2160p zu 24 Hertz habe.
Und das war vorher, opala, vorher etwas anders. Ich habe vorher das Fire TV mit einem LAN-Verteiler dran gehabt. Der LAN-Verteiler war auch an DLAN dran und ging dann natürlich auch zum Router. Endeffekt war dadurch, dass PlayStation 4 dran war, Fire TV, der und logischerweise auf dem anderen DLAN der PC dran war und alles nur zu einer einzigen LAN-Dose am Router geht, dass praktisch die Gigabit-Verbindung, dass die sich logischerweise auf die Geräte aufgeteilt hat und dadurch zum Beispiel, wenn ich hier hochgeladen habe, ein Video hochgeladen habe zu YouTube und ich gleichzeitig Fire TV gucken wollte und einen HD-Film zum Beispiel, dass dieses Anschalten auf HD nicht so schnell ging, wie ihr eben gesehen habt. Ich habe angedrückt und es stand sofort da für Ultra-HD-Vorbereitung. Normalerweise ist es bei mir erst schwarz geworden. Dann kam für Ultra-HD wird vorbereitet. Das hat eine kurze Zeit gedauert. Dann ist es wieder schwarz geworden und dann hat der Film oder die Serie erst angefangen. Das geht jetzt rasend schnell, weil jetzt ist wirklich nur das Fire TV und der Fernseher und Receiver. Die drei Sachen sind an der Gigabit-Stranne. Doch, die beiden, ja, doch, das sind die einzigen drei Sachen, die da dran sind. Der Fernseher braucht nicht viel, der checkt nur ab und zu, ob er ein Update braucht. Da reicht eine 100 MB-Verbindung aus. Und der Receiver, der holt sich auch nur zwischendurch mal ein paar Daten, da reicht auch die 100 MB aus. Und die Giga-Verbindung, also die Gigabit-Verbindung, die habe ich rein für Fire TV genommen. Das Positive dadurch ist jetzt, ich kann jetzt praktisch am Laptop ein Video hochladen zu YouTube oder irgendwas anderes machen. Und das geht über den LAN-Port 1 an einer Fritzbox. Und die Gigabridge, die ist an LAN-Port 2 und habe dadurch weniger Interferenzen innerhalb meines Netzwerks. Und es funktioniert auch so viel schneller. Der Zugriff, Abrufen, alles funktioniert wesentlich schneller. Wie gesagt, das erste Video ist mir leider abhanden gekommen. Deswegen habe ich das jetzt hier schon 2, 3 Tage am Testen. Und ich habe immer wieder versucht, das wiederherzustellen. Das hat aber nicht geklappt. Deswegen nehme ich es ja, wie gesagt, neu auf. Und hier seht ihr praktisch, ich habe jetzt momentan nur einen LAN-Port dran. Und das ist der Receiver. Den Fernseher muss ich noch anschließen, weil da brauchte ich jetzt nicht unbedingt Updates oder so. Und so, gehen wir mal hier zurück. So, und bei der Basis haben wir dann noch hier Bridge-Betrieb. Da haben wir die Konfiguration und da haben wir Bridge erweitern. Da können wir praktisch eine neue Bridge hinzufügen. Da müssen wir dann einfach da. Aber ich habe ja keine da, die ich jetzt hier starten, also dazufügen kann. Deswegen kann ich euch das schlecht zeigen. So, und hier sehen wir dann auch nochmal die Einstellungen. Wir können jetzt hier WLAN ein- und ausschalten, Wi-Fi ein- und ausschalten für eine Bridge. SSID verstecken. Ja, weil die brauchen wir ja nicht zu sehen. Und WPA2, hier ist der Schlüssel. Und hier habe ich dann automatisch drin und 80 Megahertz. So. Okay. Was? Mach doch mal weiter hier. So, und dann Bridge-Einstellungen. So, und hier haben wir dann auch Bridge-Betrieb. Dauert gerade ein bisschen, bis ich drauf komme. Da haben wir auch nochmal Bridge erweitern und konfigurieren. Wir wollen sie jetzt nicht erweitern. Hier können wir dann auch nochmal konfigurieren und Wi-Fi können wir auch nochmal ein- und ausschalten. Hier habe ich auf Kanal 80, auf 80 Megahertz gelassen. Und wenn wir hier erweitern, dann können wir dann hier praktisch die Security-ID und so eingeben und können wir die erweitern. Wir wollen die aber nicht erweitern. So, dann haben wir Einstellungen. So, da ist auch bei den Einstellungen, wie ihr seht, hier alles identisch. Ich fange mal unten mit erweiterten Einstellungen an. Da können wir dann halt hier auch
automatisch Sommerzeit umschalten, Datum, Uhrzeit. Hier seht ihr das. LEDs können wir ein- und ausschalten. Warte mal, das ist die Basis. Das ist so. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar hier LEDs. So. Jetzt muss ich mir erstmal das wieder aufmachen hier. Ich werde versuchen, dass ihr das vernünftig seht. Mal gucken. Ich werde dann später im Video, werde ich dann irgendwie ranzoomen. Ich hoffe, das klappt dann auch so. So. Und jetzt mache ich einfach mal die LED aus und sage okay. Zack, bumm, aus. Keine LED mehr da. Jetzt gehe ich wieder in erweiterte Einstellungen rein. Und sage LED an, okay, und zack, sind die LEDs wieder an. So, ja, das macht sich momentan echt doof, wenn ich euch was zeigen will mit der Kamera, weil das Bild gespiegelt ist. So. Da könnt ihr auch den Namen ändern und kann ich euch ja nochmal zeigen hier. Hier war nicht mehr, doch, hier war der Gerätenamen, hier könnt ihr einen Gerätenamen hinzufügen. So. Wie hier zum Beispiel, hier ihr Wohnzimmer drin. Kopieren. So, nehmen wir nochmal raus. Okay. So. Basis. Satellit. Genau. Und wenn ich jetzt hier beim Satelliten wieder Wohnzimmer reinschreibe. Oh, die Katzen bekriegen sich gerade. Nicht wundern, wenn es hier laut wird. Das sind Mausi und Tigger, die sich gerade jagen. So, und jetzt müsste das doch vielleicht doch angezeigt werden. Vielleicht war das ja nur ein kleiner Fehler. Weil das wurde mir schon angezeigt. Ist nicht so, dass es mir nicht angezeigt wurde. Es wurde mir nicht angezeigt. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert. Das ist der Vorführeffekt, denke ich mal. Aber es wurde mir eigentlich angezeigt, wo ich es eingestellt hatte. So, wie gesagt, hier könnt ihr den Gerätenamen reinschreiben, zum Beispiel, es steht sowieso immer Basis da, Gigabit Basis und Gigabit Satellit. Wenn ihr mehrere Satelliten habt, könnt ihr da dann zum Beispiel reinschreiben, Satellit 1, Satellit 2, oder schreibt nur eine 1 oder nur eine 2 dazu, oder wenn ihr einen Satelliten im Keller habt, Satellit, schreibt da Keller, beim anderen Dachboden oder was weiß ich. Und so könnt ihr die halt im Programm halt besser auseinanderhalten, welcher Satellit was ist. So. Dann haben wir Sprachauswahl, das ist Deutsch. Haben wir hier auch. Da ist Deutsch. Das Deutsch war von Anfang an automatisch drin. So. Ach. Nochmal versuchen, erneut senden. So. Gerätesicherheit, da können wir jetzt ein Kennwort setzen. Hier hatte ich schon mal ein Kennwort gesetzt. Deswegen steht da was drin. Also Admin ist immer praktisch, der Benutzername ist immer Admin. Und ein Kennwort könnt ihr euch selber setzen, wenn ihr das unbedingt wollt, um es sicherer zu machen, dass da halt keiner wirklich irgendwie zugreift. Aber bei der langen SSID oder ihr könnt auch eine andere, Quatsch, Nummer könnt ihr auch eine andere, was ist denn jetzt hier? Könnt ihr natürlich auch ein anderes Passwort dann einsetzen oder so. So, Satellit, Basis, genau. Was haben wir jetzt noch? Netzwerk, Netzwerk. So, und bei Netzwerk könnt ihr hier nur DHCP-Klienten ein- oder aus. Ja. Ja, das habe ich an. Also, weil ich habe ja DHCP in meinem Router drin und so wird das automatisch von meinem Router bezogen. Würde ich auch an eurer Stelle nicht ausschalten. So, dann haben wir System. Hier haben wir auch System. Und da waren wir vorhin schon. Hier könnt ihr praktisch Firmware aktualisieren. Ihr könnt Firmware durchsuchen. Und hier ist jetzt natürlich keine drin. So, Dateiname könnt ihr auf dem PC
Ja, die praktisch von Devolo runterladen und auf den PC packen und hier rinnen und dann geht das auch. Und hier seht ihr auch den nochmal aktuellen Stand. Automatisch Firmware-Update habe ich bei mir bei beiden an, weil ich immer automatisch... Ich finde es besser, wenn die Updates automatisch selber gemacht werden und ich da nicht irgendwie noch Updates machen muss. Das macht Devolo eigentlich relativ fix und echt klasse. Da kann ich mich echt nicht beschweren. So, und jetzt machen wir das mal wieder runter. Und jetzt zeige ich euch nochmal, muss ich WLAN nochmal anschalten. So, ich habe jetzt WLAN nochmal angeschalten. So, und jetzt seht ihr gleich, da, ich bin mit der Fritzbox verbunden. Ich habe das komplette WLAN jetzt ausgeschalten. Also ich habe auch jetzt kein WLAN für... das Home, also für die Gigabridge. Und wenn ich die Gigabridge jetzt einstellen will, muss ich dann praktisch hier drüber gehen. So, und dann gehen wir hier auf Satellit. Nee, das war für mobile Endgeräte. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Mobile Endgeräte. Können wir sicherheitshalber anlassen, falls mal was ist. So, wir können auch klonen, dann klont er sich das WLAN an. SSID verstecken. So, machen wir auch mal an. Zack. Und hier klont er praktisch, bei Wi-Fi klonen, klont er die kompletten Einstellungen vom Router auf die Wi-Fi-Einstellungen. Da könnt ihr praktisch die Einstellung vom Router lassen und das irgendwie als erweitert funktioniert das als erweitert. Das habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Da werden dann SSID und WLAN-Passwort übernommen und ja, dann funktioniert das wohl mit den gleichen Daten, wie ich auf dem Router bin, hier. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe das lieber so separat. So, und wenn wir dann jetzt hier auf Dings gucken... Habe ich jetzt eigentlich OK gedrückt? Ich habe garantiert wieder vergessen, OK zu drücken. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Mobile Endgeräte. Manuell. WLAN an. Das ist nicht möglich, solange SSID versteckt ist. So. Machen wir SSID verstecken raus. So, und dann gucken wir hier unten, aktualisieren und dann müsste hier eigentlich gleich wieder da ist er doch wieder. Da ist er, Devolo 25F und das ist die Gigabridge. Können wir auch gerne da wieder mit verbinden, dass ihr seht, ich habe da auch wirklich Internet. Und da seht ihr, ich habe darüber auch Internet. Ich bin damit verbunden. Auch mein anderes bleibt alles erhalten. Das war jetzt auch soweit zur Devolo Gigabridge. Ich bin da, wie gesagt, immer noch am Testen. Ich habe sie jetzt 2 Tage in Benutzung. Bin sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Macht sich... nicht nur leicht bemerkbar, dass ich jetzt praktisch das DLAN ein bisschen entlastet habe. DLAN habe ich jetzt rein nur noch für meinen Laptop und für die PlayStation 4. Das heißt, wenn ich streame, mir irgendwas runterlade, läuft das alles auf einen LAN-Port. Logischerweise auch gleichzeitig der PC. Aber wenn ich gerade streame, habe ich auf dem PC sowieso nicht so viel an. Deswegen wird das relativ gut geschont. Oder ich schalte mir den PC dann meistens noch separat auf WLAN um, um wirklich die komplette Bandbreite über den einen LAN-Kabel zu haben. Und Fire TV habe ich jetzt auf Gigabridge. Weil was sich wirklich bemerkbar macht, ist, erstmal die Schnelligkeit jetzt vom Fire TV, wenn ich jetzt was anschalte. Und mein LAN-Verteiler, den ich vorher benutzt habe, der ist jetzt mittlerweile um die 10 Jahre alt, so ja schon. Ist zwar schon Gigabit, aber ist um die 10 Jahre alt.
der kommt, ist natürlich in die Jahre gekommen und dadurch ist, hat das alles etwas langsamer funktioniert und da sind natürlich dann alle Geräte, PlayStation 3, Amazon Fire TV, alles direkt auf ein LAN-Kabel und da hatte ich dann schon mal ab und zu Aussetzer oder dass ich das vom Strom trennen musste oder so. Habe ich jetzt nicht. Jetzt läuft das wirklich wie geschnitten Brot, ich kann mich nicht beschweren. Meine Datenverbindung wird vernünftig ausgenutzt, LAN-Kabel 1, LAN-Kabel 2. Fire TV funktioniert super, die Filme starten schnell, ohne Probleme. Ich kann mich echt nicht beschweren. Also, das ist momentan echt wie im siebten Himmel. Hier, das Netzwerk läuft einwandfrei, ich kann mich nicht beschweren. Jetzt fehlt mir halt nur noch eine 100-Mbit-Leitung, weil ich habe jetzt nur 50. Aber so, echt. Ich hätte, muss ich auch gestehen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Das Ding sieht geil aus. Aber ob es im Home-Netzwerk auch so viel bringt, dass es sich eine Anschaffung lohnt. Und muss ich echt sagen, wenn man mehrere Geräte am DLAN-Gerät, am DLAN dran hat und da auch welche mit bei sind, die intensiv DLAN, also eine intensive Datenmenge ziehen oder hochladen oder was auch immer, macht sich das damit auf jeden Fall viel einfacher, das Datenvolumen ein bisschen besser zu verteilen über die LAN-Ports. Das funktioniert viel schneller, reibungsloser. Oder auch, wenn man jetzt nicht wirklich eine Steckdose frei hat, wo man jetzt einen DLAN-Adapter ranpacken kann. Oder da müsste man dann halt nochmal einen Verteiler ranmachen oder so. Damit ist es natürlich, ist die Gigabridge viel besser beraten, weil da habt ihr einen Highspeed-Anschluss, den könnt ihr für die PlayStation 4, für ein NAS oder Fire TV sowas benutzen und die kleinen 100 MB-Dinger, die nimmt ihr für die Geräte, die zwar Internet brauchen, um mal ein Update zu ziehen oder irgendwelche Informationen zu ziehen, wie Receiver, Fernseher, aber die brauchen halt keine High-Speed-Internet-Verbindung. Nur so ein bisschen. Und dafür reicht es aus. Eine 100 MB-Leitung ist okay. Aber für PlayStation 4, PC, Laptop, wenn ihr hoch und runter ladet, PlayStation 3, Fire TV, da würde ich euch auf jeden Fall schon Gigabit-Verbindung empfehlen für den reibungslosen Verlauf, allein wegen dem Runterladen von der PlayStation 4. Da ist ein Spiel mal locker 50 Gigabyte groß. Wenn ihr noch ein NAS habt, NAS muss bei der Gigabridge, habe ich ja im vorigen Video schon oder im ersten Teil des Videos gesagt, muss definitiv auf den Gigabit-Anschluss gemacht werden, auf keinen anderen. Ihr könnt alle anderen Geräte, PlayStation 3, PlayStation 4, Fernseher, Receiver, alles Mögliche, könnt ihr auf alle Anschlüsse packen, wie ihr wollt. Das ist scheißegal. Aber NAS, wenn ihr NAS habt, also praktisch ein ja, Netzwerk zu Hause, wo Festplatten drin sind, eure Filme, eure Videos, Musik, Bilder, eure Sicherung halt sozusagen, euer eigener Home-Server sozusagen, der muss definitiv an den Gigabit-Anschluss gemacht werden. So, das war's auch soweit. Ich hoffe, ihr konntet euch damit wieder was weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde versuchen, euch bestmöglich Antwort zu stehen. Wie gesagt, ich bin immer noch am Testen. Momentan bin ich einfach noch sehr zufrieden. Mal gucken, wie es jetzt in der nächsten Zeit aussieht. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.